Die Musik hat mich mit dem Arthur Doppelmayr verbunden. Und das in sehr frühen Jahren, wann über der Wolf hat der Musik gespielt, ja, hat er dirigiert. Und er hat ein Uskold und hat eine Freude gehabt an Märschen. Und da ist er so gerührt, dass ihm die Tränen runtergelaufen sind. Und dann habe ich gemerkt, Marschmusik ist ganz etwas Wichtiges für den Arthur Doppelmayr. Und dann kam sein 65. Geburtstag. Was gibt man dem Chef? Hat eh alles. Aber ist meine Idee gewesen, vielleicht bringen wir mal eine Musikzeit mit. Und siehe da, Umfrage 1987, 25 Musikanten, gleichmäßig verteilt. Fehler tut uns an Capella. Dann hat der Wolf hat gefragt, der Schöppel Werner. Und wir haben ein Überraschungskonzert gegeben. Wir sind eine Feier, das Lutherreich im Hofsteigsaal. Überraschend, Vorhang zu, Vorhang geht auf. Seine Kapelle steht da. Und das war das größte Geschenk, was man ihm machen hat können. Und von heute weg hat es die sogenannte Doppelmayr Big Band gegeben. Was ich damals angestellt habe, 1987, mit dem Geschenk an den Arthur Doppelmayr, ist mir damals gar nicht bewusst gewesen. Und das hat eine unglaubliche Wirkung in der Zusammenarbeit unter Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man halt in der Big Band ist und man kennt ihr, und egal wo ich reingekommen bin, ich bin in der Geschäftsführung gewesen, viele, viele Jahre, die haben schon zugebunkert, wenn du durch die Produktionshalle gegangen bist oder wenn einmal etwas speziell gebraucht hast. Ja, der ist halt nicht abgeblieben und hat das erledigt und wir sind zusammengerückt. Und man versteht sich besser und wir haben eine sehr gute Kooperation grundsätzlich bei Doppelmayr, aber es wird getoppt unter den Big Band Mitgliedern. Das ist so. Macht Spaß. Das Schöne daran ist, dass man halt Leute aus der ganzen Firma hat, verschiedene Altersklassen, zum Teil auch die Pensionisten und aus allen Abteilungen. Also da ist vom Abteilungsleiter bis über Leute, die an der Maschine arbeiten, Leute im Büro, Techniker, ist einfach alles dabei. Und das finde ich das Tolle daran, dass man einfach Leute aus der ganzen Firma kennenlernt, die aber unterm Strich alles gleich Interesse haben, und zwar Musik machen. Habe ich einfach das Gefühl, wenn man sich im Gang verkommt, ist egal wer das ist, ob das eben ein Chef ist oder ein Mitarbeiter oder so, da freut man sich immer, wenn man die trifft. Und man sieht sich aber, wie gesagt, egal auf was man fest man im Land geht, man trifft immer jemanden vom Doppelmayr und man hat mit denen einfach immer Gaudi. Neben dem natürlich auch, alle die zugelagert haben, das Zusammenspiel Chef mit Big Band, ist schon ein Schauspiel gesehen. Es ist immer wieder interessant, Ausreden gibt es in Wahrheit keine, außer sie sind beruflicher Natur. Viele, wenn sie fort sind, auf Montage sind, auf Abnahmen sind, in Betriebnahmen sind, Veranlagen, entschuldigen sich, dass sie nicht können, sie täten gern spielen und freuen sich auch immer drauf, wenn es einen Auftritt gibt. Ich werde auch immer wieder gefragt, du, wann haben wir wieder einen Auftritt, wir täten gern spielen. Da geht es jetzt weniger um eine Wurst, um ein Bier oder um eine Stunde Arbeitszeit, die man schreiben kann. Es geht mehr darum, dass man zusammen Musik macht, dass man sich wieder mal trifft, alle verschiedenen Charaktere, auch von der LTW, von der Seilbahn, von der DTT, also verschiedene Unternehmen, auch die Leute kennenlernt wieder. Man trifft sich dann auf dem Musikfest und das macht dann immer wieder Spaß, wenn man dann die eine oder andere Geschichte wieder aufleben lässt und wo man sich einmal getroffen hat, wo man gespielt hat. Und das ist eigentlich immer das Schöne und gibt einen schönen Zusammenhalt über die Abteilungen hinweg. Ja, und dort haben wir einige Anlässe nachträglich dann ohne zum Besten gebraut, wie manche Seilbahnanlage hat man eröffnet, Geislach Kogel zum Beispiel, den Doktorarbeit hat man auch aufgespielt und es hat also verschiedene Möglichkeiten hier. Wir haben dann einmal nebst Eröffnungen, nebst Jubilarfeiern und so weiter, haben wir dann gesagt, komm, wir
sind so gute Musikanten, wir machen ein Konzert für die Doppelmayr-Mitarbeiter, für Doppelmayr-Familienangehörige und der Kubus ist bummvoll gewesen. Und was ich selbst noch nie erlebt habe, wir haben dort einen Anfangsapplaus nach dem ersten Marsch gekriegt, wie man sonst normalerweise nur am Schluss kriegt. Und unsere Mitarbeiter, unsere Verwandten sind stolz gewesen, sie haben Erfolg gehabt und so etwas erlebt man ganz selten. Dann haben wir Gott sei Dank einen eigenen Kapellmeister, der Albrecht Piazza. Und wir haben auch ausgeglichene Besetzung, zum Teil ein paar super Musikanten. Und wenn wir so eine Probe machen, vor allen Dingen Probe, dann sind alle gleich, dann sind alle auf dem gleichen Level. Und ich habe noch die Aufgabe, und das ist eine schöne Aufgabe, dass wir die alle unter einen Hut bringen und dass nachher etwas rauskommt, was man anhören kann. Und das ist bisher tiptop immer gelungen. Musikanten sind frecher, sind kreativ, trauen sich was. Und ich stehe gleich, wenn einmal ein Fehler passiert, darf das nicht zweimal passieren in der Technik, das ist klar. Aber Musik ist fördert die Lebendigkeit und fördert Innovation, weitet den Horizont. Und der kann auch bei Doppelmayr nicht groß genug sein. Und es ist natürlich schön, wenn man mit Arbeitskollegen Musik machen kann dazwischendurch. Da kann man auch Kontakte pflegen, neue Kontakte knüpfen. Das ist schon lässig. So ein scharfer Tag, 10 Stunden, 11 Stunden, haben wir dann um 5 Uhr am Nachmittag gefreut, wenn er noch eineinhalb Stunden vor mir hätte, dass er dann um halb neun den Sachs nehme und dann gesagt, und dann blase ich dem Teufel eine Ohren weg, gell? Und dann habe ich meinen Kopf wieder frei. Das ist so. Und dann mit konzentriert musizieren, konzentriert man sich auf die Musik und alles andere wird in den Hintergrund geblendet und belastet dich dann einmal nur eineinhalb Stunden.